auf die Reise. Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut ausgenommen. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Hallo liebe Simracing und Motorsport-Fans und ein ganz besonderes herzliches Willkommen. Heute hier zur vierten Saisonstation der Sunday Grand Prix Series. Und wir sind mal wieder in Spa in Belgien zu Gast. Eine Strecke, die iRacing auch erst kürzlich überholt hat. Und heute haben wir neben Tommy, Byron und Ben auch mal wieder unseren Adam am Start. Und der ist hier richtig schnell. Freue ich mich schon auf das Rennen. Ich hoffe, ihr auch. Da schauen wir mal, was die Jungs alle so leisten können. Ich wünsche euch halt mal ganz, ganz viel Spaß. I'm in top split and I'm car number 27. Wow. With 2800 something I rating. Wow. Holy. Yeah. Björn, all the Jacob, best. Jacob Wright 4 is in 7k I rating. No, 8.1k I rating. What? Oh no, car number 2. Wow. Okay, guys, then. Have fun, see you later. Björn, all the best. Bye. May the force be with you. Best of luck, buddy. Yeah. Thanks. Wow. Well, Björn was with us. Now he's gone off the top of the list. Today, Ben is our hottest rival. I can see about best part of 10 people that are quicker than me, but we'll have to see. They are quicker than you in the wall. Keith, Bruno, Tommy, Kurt. Well, Kurt's a bit close with him. Bruno always crashes. Wow, Adam! Adam talked to me, he don't want to start this season. Cool. He couldn't resist Spa. Yeah. Simpkins, what's he doing on his I rating so low? He's so fast. Must have had a lot of issues with drivers. But all the guys. I have contact with Kleber Botaro Mora. Alright. He write me, yeah. Blue. He's a cool guy, he's also a streamer. From, oh, nice. From Brazil. Oh. Bloody hell. Yeah. From the other side of the world. Hey everyone. Miguel is there, but not Tamás. What number's Art? Number 4. Yeah, had a good bat with him in the last race. Yeah. Managed to pass him. That's your Fellow Canuck Tank. Ja, liebe Zuschauer, heute also mal wieder Spar und diesmal die neue Version der Strecke. Da bin ich mal gespannt, wie unsere Jungs hier zurechtkommen. Oh, you'll hear lots of A's from those two as they get talking. Race number 4 of the season. Spa-Francorchamps, the next race in Belgium. Und damit hat die Qualifikation hier auch schon begonnen. This is the new version of the track, guys, or? It is, yeah. It is. Und da kommen auch schon die ersten Zeiten rein. Aktuell Manning Grinnell auf Pole vor Keith Turner, Miguel Morland, Michal Iwinski und Kurt Klapper. Jetzt hat sich hier Sherwin Ersamari auf P5 gesetzt. Und Miguel Morland schiebt sich damit seiner ersten Runde auf P3 hinter Keith Turner. Unser Tommy ist immer noch in der ersten Runde unterwegs. Und da kommt Manning Grinnell auch ein zweites Mal Richtung Ziellinie. Und er kann seine Zeit um fast eine Sekunde drücken. Wow.
Miguel hat noch ein Stück Richtung Ziel, aber Kurt Klapper müsste gleich über den Zielstrich kommen. Da ist er schon drüber. Wow. Damit schiebt sich jetzt Kurt Klapper auf Pole vor Manning Grinnen und Bruno Araya. Byron kommt ja auf P10 über die Ziellinie. Matthew Cockerham, 5. Und jetzt schiebt sich Miguel Moorland auf die Pole. Oh, lost about 3/10. I had some rough laps. Und da kommt jetzt auch Ben ein zweites Mal Richtung Ziellinie. P8. Nathaniel P15 und Byron P16. Good job, Ben. Yeah. Could have even been maybe 5th. I cooked it up properly. Time is over. Oh, und unserem Tommy ist da kurz vor der Ziellinie die Zeit ausgegangen. Nur P19. Good luck, guys. All the best. Dafür hat sich unser Adam noch nach vorn auf P2 geschoben. Wow. Thank you. Yeah, good luck. 65 again. Yeah, good luck, guys. Good luck, everybody. I think I did 65 liters last race, so we'll do the same again. Da haben wir also Miguel Moorland auf Pole. Yeah, good luck, everyone. P2 Adam Klatzka. P3 Kurt Klapper. P4 Manning Grinnen. P5 Bruno Araya. P6. Matthew Cockerham, P7, Yuanmi Termeno, P8 unser Ben, P9 Keith Turner und auf P10 startet Michal Iwinski. Nathaniel startet von P15, unser Byron von P16 und Tommy ganz hinten von P19. Tilt the camera. Line camera. Und da haben sich die Fahrer auch schon alle im Grid aufgestellt und die Ampel müsste gleich erscheinen. Had a minor malfunction there. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go! Grüne Flagge und die wilde Jagd hat begonnen. Sofort schießt hier Miguel Moorland in Front, dahinter unser Adam. Kurt scheint da ein bisschen zu verlieren, ist aber auf der Innenseite, außen Manning Grinnen. Kurt auf der Innenseite kann an unserem Adam vorbeigehen und Miguel Moorland geht da ein ganzes Stück weit, verliert einen Haufen Plätze. Oh, und da kommt es zum Unfall. Manning Grinnen fährt da auf Hinterrad von Miguel, hebt da ab und reißt da gleich noch ein paar mehr Leute mit ins Verderben. Ich habe da auch Keith Turner abfliegen sehen. Unsere Jungs darf hier einen Top-Start erwischt alle. Allen voran hier Kurt Klapper. Hinter ihm Adam Klatzka. Auf P3 haben wir dann Bruno Araya und Miguel Moorland auf P4 zurückgefallen. Müssen wir gleich mal schauen, was da eben in der ersten Kurve passiert ist. Hier gibt es jetzt wilde Angriffe. Nathaniel geht an Yuanmi Termeno vorbei. Dahinter schon direkt der Tommy. Miguel Moorland a little bit too fast in the first corner. Okay. Oh no, on the sand. To the gravel and from behind came Manning. Manning Grinnen. Hey. Ay, ay, ay. Oh, what happened there? Dive bombing on the first lap. Never a good idea, buddy. Just touches. Oh dear. Wheel on wheel, yeah. The next one, Keith Turner. Keith Turner hit him from behind and also, who's the third guy? Matthew Cockerham. Oh dear. Okay, bomb. The race is over after one corner. Da haben wir also schon gleich 3 Ausfälle nach der ersten Kurve zu verzeichnen. Miguel kann da weiterfahren. Unser Ben hat sich schon auf P6 nach vorn gekämpft. Direkt hinter ihm Emilio Di Jarry. P8 Art McEwen. P9 haben wir Robert Simpkins. P10 Jason Krakowiak. Auf 11 Yuanmi Termeno. Auf 12 Nathaniel Kröcker. Und auf 13 schon Tommy. One almost took me out. Nach vorn gekommen, P14, Martin Reisman, und auf dem 15. Platz haben wir unseren Byron. Oh, he got past me. Yeah, okay, fair. Ein Top-Start für Adam, Ben, Nathaniel und Tommy. Byron auch recht vernünftig weggekommen. No, not one, me. Oh, one. Und hier vorne ist jetzt Bruno Araya an unserem Adam vorbeigegangen. Auf P4 weiterhin Miguel Moorland und auf P5 Michal Iwinski. Ben weiterhin auf P6, danach schon eine kleine Lücke. Emilio Di Jarry scheint da hinten die Leute ein bisschen aufzuhalten. Die Jungs sind jetzt in ihrer zweiten von insgesamt 21 Runden. Und sowohl Adam als auch Ben vorne im Kampf um den Sieg mit dabei. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, hier im Mittelfeld ist auch nochmal richtig eng geworden. You had my heart a flutter in there, buddy. I touched two different cars in there. Müssen wir auch gleich nochmal schauen. Inzwischen Tommy an den Jungs vorbeigegangen. Nathaniel auf P10 und Byron auf P11. Yeah, no damage. Oh my god, thank fuck for that.
Alright, I got the run here, time. Yep, you're good. I'll just let off and let you go fast. Und weiter hinten im Feld gab es den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Alan Kahn, what happened? Oh dear, come on, really. Appreciate it. He don't got. Uwe Zielbauer. Uwe Zielbauer is the victim. Okay. Wondering why he didn't have a wing. That's why, yeah. He changed the downforce of the, yeah. of the car. Hier vorne alles beim Alten, Kurt Klapper weiterhin vor Bruno Araya, Adam Klatzka, Michal Iwinski und unser Ben auf P6, dahinter auf P7 Jason Krakowiak inzwischen, P8 Robert Simpkins und auf P9 haben wir unseren Tommy. Hier haben wir Jason mal im Bild. Kann sich schon leicht von Robert Simpkins auf P7 absetzen. Und da hat es den nächsten Zwischenfall gegeben, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. We get the run out of Stavolo. I'll keep the right hand side open for you. Gianmi Termino. Breaking on curbs. Yep, especially through X. I don't have problems with that curbs. But Gianmi here is not so lucky. Und da hinten geht der nächste weit. Christian Huisking verliert da einiges an Plätzen. Direkt vor ihm Mark Briones, Russell Hamilton und Kleber Potaro Mora. Inside. Oh, I'm not inside. Oh, okay. I didn't realize you were letting me through. I was just gonna stick behind you. Oh, okay. Cool. Thank you. Und da ist Nathaniel auch wieder an Byron vorbeigegangen. I didn't mean to hold you up that much then. No. Tommy kann sich von den Jungs schon leicht absetzen. Und ich denke mal, hier wird jetzt Adam gleich angreifen, um an Bruno Araya auf P2 nach vorn zu gehen, damit Kurt Klapper vorne nicht abhaut. Miguel auf P4 muss da schon abreißen lassen. Adam hat sich da schön in Windschatten gehängt und jetzt geht er raus. Außenbahn. Seite an Seite geht es hier auf Le Comte zu. Und da kann sich unser Adam auch durchsetzen. Top-Manöver, sauber durchgezogen. Und ein Stück weiter hinten im Feld hatten wir den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Next one, Don Runkel Jr. Oh, careful. Too late braking, I would say, in that corner. Teletor will get you. Tommy konnte inzwischen schon an Robert Simpkins vorbeigehen, liegt somit auf P8 und ist weiter auf dem Weg nach vorn. Der Abstand zu Jason Krakowiak ein bisschen mehr als 2 Sekunden. Nathaniel Krücker weiterhin auf P10 und Byron Long auf P11. Ein Top-Rennen bisher für all unsere Jungs. Natürlich am besten weggekommen hier vorne unser Adam, der sich seinen 2. Platz wieder zurückgeholt hat und sich auf die Verfolgung von Kurt Klapper gemacht hat. Ben macht da auch richtig Druck auf Michal Iwinski, der direkt vor ihm auf P5 liegt und will da vorbei. Und hier im Mittelfeld auf P11 Byron. Direkt hinter ihm klafft schon eine kleine Lücke zu Dante Pontecorvo. Ungefähr 1,2 Sekunden Abstand nach hinten. Da geht der nächste weit. Das sah aus wie Martin Reisman. Der fällt da auch hinter Art McEwen zurück. Das ganze Feld hat sich jetzt schon ziemlich auseinandergezogen. Hier sehen wir Art McEwen, Martin Reisman und Juan Penas. Die Plätze 13, 14 und 15. Martin verteidigt da seine Position schön. Radion und Miguel Morland geht da zum Angriff über, greift hier Bruno Araya auf P3 an und auch dahinter unser Ben. Miguel außen vorbeigegangen, kommt da leicht auf den Körb und sofort kann Bruno kontern, währenddessen Bens Attacke innen erfolgreich war, damit Ben in den Top 5 angekommen war. Die Jungs hier haben schon einen Vorsprung von fast 2,5 Sekunden nach hinten zu Jason Krakowiak, der jetzt hier eine ziemlich schnelle Runde, letzte Runde hingelegt hat. Tommy kommt da im Moment nicht entscheidend dran. Der Abstand beträgt weiterhin ungefähr 2,5 Sekunden. Hinterm Tommy weiterhin Robert Simpkins auf P9, Nathaniel Cracker auf P10 und unser Byron auf P11. Dante Pontecorvo P12 und Martin Reisman auf P13. Und weiter hinten im Feld hat man den nächsten kleinen Zwischenfall, wo wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt hin. Okay, next one. Oh, Alan Kahn here again. Oh dear. Another one in the chicane. I think Alan is a beginner and has problems with the car. Alan Kahn verliert da erneut sein Fahrzeug. Ausgerutscht in der Schikane, aber nichts weiter passiert und weiter geht's. Er ist wahrscheinlich ein Neuling in der Serie.
Hier haben wir auch mal Kleber Botaro Mora im Bild, P16, hinter Art McGuin unterwegs, auf P17 dann Marc Prions, P18 Christian Huisking und auf P19 haben wir Emilio Di Jarry. Jetzt hier Art McEwen, der nächste Angriff, außenrum, Blanchiment. Hat nicht funktioniert, Juan konnte den Angriff nochmal abwehren. Tolle Kämpfe hier im Feld. Hier vorne an der Spitze, Kurt und Adam können sich da schon vom Rest des Feldes absetzen. Oh, und wir hören es gerade, da hat es erneut gekracht und da liegt auch unser Ben auf dem Dach. Oha, da müssen wir schauen, was da passiert ist. No idea. Was war denn? Oh, da ist so einiges hier durcheinander geraten, da müssen wir gleich mal schauen. I now have 2 4Xs from what were 0Xs because cars were bouncing and it thought it was after contact. So that's bullshit, but, sorry, no swearing, my bad. What happened then? Miguel Moreland, right in front of me, I was catching him, he just spun right in front of me coming out of the hairpin, out of the bus stop chicane. And I clipped him, but then someone smashed him from the rear and flipped me up in the air, upside down. Ground control to Major Ben. I was going so well. Ah, fuck. Oh nein, und wir hören's gerade. I'm gonna run this race. I am. So sorry, Mark. Der nächste unserer Jungs liegt hier im Kies. Byron hatte da einen Zwischenfall mit Martin Wiseman. Müssen wir auch gleich mal schauen, was da passiert ist. Und wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Sehr kurios. Wir schalten direkt hin. Manning Grinnen here, also with the wing missing. Oh, come on. Okay, was heißt verstopfen auf Englisch? He's verstopfing the pit entry. He closes the pit entry. He's stuck. Patrick, are you able to see any damage? Yeah. Yeah, you lose the, on your right side the half of the car. An Byrons Auto schön zu sehen, da fehlt ihm der Seitenkasten. Das Fahrzeug wird nicht mehr die aerodynamische Balance haben, die eigentlich vorgesehen war. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. But the wings are okay. Byron, you were late on brakes, right? And you couldn't turn in because the spotter told you. No, I can't. Ah, oh dear. Oh, who is it? I thought I had it and then. Oh no. Martin Wiesman. Oh dear. The guy from Netherlands hit you and you lost your arm. As soon as I got up on that curb, that was it. Inzwischen hat sich vorne Jason Krakowiak auf P3 gesetzt und Robert Simpkins ist hinter Nathaniel Krücker zurückgefallen. Liegt hier aber immer noch durch den Ausfall auf dem 8. Platz. Tommy ist inzwischen auf P6 angekommen. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Auch da schalten wir direkt hin. Okay, Sherwin R. Samari hier. Looks a little bit like Adam, me? Right? Yeah. I haven't seen Sherwin in a while. Okay, yes, and... Oh, he lost the car. Oh dear. Busy comes. Oh, someone's coming. Oh, he was overtook by Don Runkel. Während hier Emilio Di Jarry und Christian Huisking um P12 kämpfen, hatten wir im hinteren Feld mit Juan Penas, der hier zum Überholen ansetzt, noch einen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Next one, Juan Penas. Oh, hui. Okay. The next one, oh. Oh, that's how to do a flick. Also, that's a cool helmet. I like. Oh my god. What a helmet that is. Und auch Uwe Zielbauer ist hier noch unterwegs. Ihm fehlt die komplette Heckpartie. Dahinter Kleber Botaro Mora, der bei Bens Unfall auch einen kleinen Dreher hatte. Den hat man leider nicht im Bild. Muss hier das Feld wieder mal von hinten aufrollen. Vorne alles beim Alten, Kurt Klapper weiterhin vor Adam Klatka und auf P3 Jason Krakowiak. Ist da schon 8,5 Sekunden weit weg von den Jungs hier vorne. Kurt und Adam heute in der eigenen Liga. Freut mich, dass Adam da vorne um den Sieg mitkämpfen kann. 37, we have a lot of the hero wing, man. Die Jungs gehen jetzt gleich in Runde 7 von 21, also haben wir schon ein Drittel hinter uns gebracht. Und es gab den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. We have an incident, where I think it was Lewis. Alright. Okay,
to be honest, I was also afraid about this curb, because no runner. Yeah, that could happen, and the wall on the right is hard. We are but in protest. Oh, it's yeah, suspension. Yeah, yeah. Cars out of balance. Ja, ja, that was Lewis. Jetzt scheinen sich die Zwischenfälle aber zu häufen, denn wir hatten die nächsten, die wir uns jetzt auch gleich mal anschauen werden. Okay, oh, Byron, what will happen here? Oh, oh no. Oh, oh, come on. He's just on the track. In this situation, you have to slam in your reverse gear. And then boom. No, no, oh. It could work. I think I just had a tiny little bonky boo there. It wasn't a very hard hit. Und auch Martin Reisman hatte da in der letzten Runde einen Zwischenfall, den wir jetzt nochmal nachreichen. Okay, next incident. Martin Reisman also lost his car on the curb. 360, nothing happened, but he locked out. Und so ein paar kleinere Dreher und Ausritte haben wir bewusst ausgelassen, da wir sonst heute nur noch über Unfälle und Ausrutscher reden. Robert hier auf P8 fällt jetzt leicht zurück. Der Abstand nach vorn zu Nathaniel Kröcker beträgt jetzt schon mehr als 2,5 Sekunden. Und unser Byron ist inzwischen auf P20 zurückgefallen, fährt hier mit weitwunden Auto direkt vor Kleber Botaro Mora. Und Tommy ist jetzt ganz dicht dran an Miguel Morland. Setzt da schon zum Angriff an. Ich denke mal, er wird über kurz oder lang hier auch vorbeigehen. Wow, top von P19 am Start. Jetzt schon auf dem 5. Platz. Wir befinden uns gerade in Runde 8 von 21. Und Nathaniel direkt hinten dran ist auch von P15 gekommen, glaube ich. Oder P14. Mal wieder ein ganz, ganz starkes Rennen vom Tommy nach versemmelter Quali. Aber auch Nathaniel Kröcker hier heute bei seinem Gaststart ein Top-Rennen. Tommy findet da noch keinen Weg an Miguel vorbei und Nathaniel guckt sich das aus sicherer Entfernung an. Vor den Jungs Bruno Araya auf P4 ist er schon über 3 Sekunden weit weg. Und jetzt hier Anfahrt Lasuras, Miguel, der nächste Verbremser. Da sieht man Qualmwolken stehen und wieder kann Tommy die Chance noch nicht nutzen. Die Gruppe konnte sich inzwischen schon über 3,5 Sekunden von Robert Simkins absetzen, der immer weiter zurückfällt. Auf P9 haben wir inzwischen Art McEwen. Rouge und Tommy ist jetzt hier ganz dicht dran und wird jetzt aus dem Windschatten rausgehen. Da kommt der Angriff. Da wird er auch sauber dran vorbeigehen. Ich glaube, Miguel hat da auch eine kleine Beschädigung von seinem Unfall. Versucht dann nochmal zu kontern, aber keine Chance. Und damit ist unser Tommy in den Top 5 angekommen, hier 9 Runden nach Beginn. Ein Wahnsinnsrennen bis hierher. Noch besser macht's vorne Adam, der um den Sieg kämpft. Nächster Zwischenfall, den schauen wir uns direkt mal an. Alan Ken again, yeah? He really had problems here with this car. Oh, careful. Oh, man. Alan Kahn, der nächste Dreher hier. Ja. Klepper. Ja, ja. He also quits to the pits. Und da haben wir zum jetzigen Zeitpunkt schon 8 Totalausfälle und auch unser Ben ist darunter. Sehr, sehr schade. Und hier vorne an der Spitze gab es jetzt einen Positionswechsel. Bruno Araya ist da wieder nach vorne auf P3 an Jason Krakowiak vorbeigegangen, der da jetzt wahrscheinlich ein bisschen mit seinen Reifen zu kämpfen hat. Von hinten kommt auch Tommy immer näher. Hinterm Tommy immer noch Miguel Morland auf P6, der verfolgt wird von Nathaniel Kröcker, Byrons Teamkollegen. Ah, Gott, damn it. Da haben wir unseren Byron, donnert hier volle Kanne durch Eau Rouge und hat sich im Slowdown eingefangen. Nicht weiter schlimm. Es ist sehr weit zurückgefallen, Byron liegt aktuell auf P21. Hinter ihm ist nur noch Luis Navea unterwegs, der letzte, der hier sich noch in der Führungsrunde befindet. Und während sich Tommy schon leicht von Miguel Morland absetzen kann, kommt Nathaniel einfach nicht vorbei. Miguel Morland kämpft wie gewohnt um jede Position. Schade, dass Nathaniel heute hier nur einen Gaststart absolviert. Bei der Performance hätte ich ihm gerne die komplette Saison gesehen und hier der nächste Verbremser von Miguel Morland. Nathaniel hatte da Mühe, nicht hinten reinzufahren. Ich denke mal, gleich Ausgangs-Rouge Richtung Radion wird Nathaniel angreifen.
Miguel hat da scheinbar aerodynamisch ein paar Nachteile. Und da erfolgt auch schon der Angriff. Nathaniel geht dann nach außen. Tommy, der sich auf P5 vor den Jungs befindet, ist da schon mehr als anderthalb Sekunden weg. Und wieder kann sich da Miguel Morland auf seiner Position behaupten. Durch den Zweikampf fallen die Jungs natürlich immer weiter zurück. Robert Zündkens allerdings auf P8 ist da schon mehr als drei Sekunden weit weg. Wir sehen ihn ganz hinten im Bild. Wir befinden uns jetzt gerade Mitte Runde 10, das heißt, wir haben ungefähr Halbzeit erreicht. Hier vorne an der Spitze alles wie gehabt. Kurt Klapper weiterhin, circa eine Sekunde vor Adam Klatzka. Die zwei Jungs haben sich jetzt schon fast 10 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes rausgefahren. Und hier haben wir mal Art McEwen im Bild. P9 hat immer mehr den Rückstand zu Robert Zündkens zugefahren. Dahinter haben wir dann Dante Pontecorvo, Marc Briones und Emilio Dichary, die hier um die Position kämpfen. Nicht weit dahinter Christopher Hendrich auf P13. Da haben wir überall im Feld noch spannende Kämpfe. Marc Briones hier auf P11 will da unbedingt an Dante Pontecorvo vorbei und sich den letzten Top-10-Platz zu schnappen. Blanchiment, Angriff, außenrum führt das aber selten zum Erfolg. Emilio Dichary guckt sich das von hinten an und lauert nur auf den Fehler der Jungs vor ihm. Und jetzt hier Anfahrt, Bastop, Schikane, der nächste Angriff innen rein. Und wieder kann Dante den Angriff abwehren. Tolles Racing hier. Jetzt schiebt sich das hier wieder ganz dicht zusammen. Und auch Christopher Hendrich hinten dran ist halt nah rangekommen. Emilio sucht da verzweifelt einen Weg vorbei, findet ihn aber nicht. Und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall im Hinterfeld, den wir uns anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Christian Hüsking, okay. Oh, wow, wow, wow. Oh, okay. Oh. Ja, ja. Oh, he was lucky. But first I thought, okay, oh, he could save it, but then, yeah, the car hits the curb. Und hier gibt es jetzt den nächsten Angriff. Marc Briones außen und Dante Pontecorvo innen. Und Marc kann sich da durchsetzen. Tolles Manöver. Sauber durchgezogen. Jetzt hat sich das hier ganz dicht beisammen geschoben. Die Plätze 10, 11, 12 und 13 hier ganz eng beisammen. Jetzt greift auch Emilio Dichary an. Dante scheint ein bisschen aus dem Tritt gekommen zu sein, denn er verliert die nächste Position. Verteidigt sich da aber noch. Jedoch kann sich Emilio durchsetzen. Richtig schöne Positionskämpfe hier im Mittelfeld. Hinter den Jungs hier Russell Hamilton auf P14 und Sherwin Ersamari auf P15. Russell heute auch ein sehr, sehr schönes, sauberes Rennen. Die Jungs haben ein bisschen mehr als 6 Sekunden Vorsprung auf Christian Huisking. Und hier vorne alles beim Alten. Kurt Klapper weiterhin vor Adam, der allerdings jetzt den Abstand zufahren konnte. Jetzt geht der Kampf um den Sieg hier in die nächste Runde. Nathaniel inzwischen an Miguel Morland vorbeigegangen. Hat aber schon 3,5 Sekunden Rückstand auf unseren Tommy. Miguel fällt da immer weiter zurück, denn jetzt klopft auch Robert Zündkens von hinten an. Für Robert heute mal wieder ein sehr, sehr schönes, sauberes Rennen. Allerdings kann er diesmal nicht vorne um den Sieg mit eingreifen. P8 ist trotzdem ein mehr als solides und sehr, sehr gutes Ergebnis bisher. Hinterm Robert Art McEwen, mal wieder ein Gaststart, sehr, sehr schön. Art haben wir lange im Tritt hier nicht gesehen. Weiter hinten im Feld hatten wir den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt anschauen wollten. Wir schalten direkt hin. Juan Benas. Oh, careful. Ah, oh, come on. Oh, oh, that hurts. Ooh, that was a hard hit. Self-prepared wheel. Yeah, yeah. But this car is destroyed. He could spit. Und jetzt gibt's hier den nächsten Angriff Richtung gekommen. Robert geht da nach außen und wahrscheinlich auch am Miguel vorbei. Toller Zweikampf hier, sauber gemacht. Oh, da kommt er ein bisschen weit über den Körb und rutscht weg. Ui, ui, und verliert gleich zwei Positionen. Da hat Robert aber richtig Glück gehabt, dass dann nicht mehr passiert ist. One place ahead of me, fifth. Oh. I'm assuming that's Silver Nagle. Yep. Yep. Hier vorne Business as usual. Adam jagt weiterhin Kurt um den Kurs. Die Jungs haben jetzt über 10 Sekunden Vorsprung inzwischen schon auf den Rest des Feldes. Und Byron fährt auf P19 dem Feld hinterher. Tommy kann hier seinen Rückstand zu Jason Krakowiak Runde für Runde um ein paar Zehntel zufahren.
Das reicht aber nicht, um am Ende vorn ranzukommen, denke ich mal. Und wir hatten im Hinterfeld den nächsten Zwischenfall, den wir uns angehauen sollten. Wir schalten direkt hin. Christian Huisking again. Right now. Ja. Too early on Trottel. Ja. Trottel. Adam is now leading. Oh, Adam. Wow, und nachdem Kurt da einen kleinen Wackler hatte, geht Adam jetzt in Führung. Da hat sich die Geduld gelohnt. Mal schauen, ob er sich gleich ein bisschen absetzen kann. Ein absolutes Sahnerennen heute von Adam. Das wäre der erste Sieg hier in der Sunday Grand Prix Serie, den ich begleiten darf. Jetzt gibt es hier wahrscheinlich einen Gegenangriff. Kurt geht da innen rein. Aber Adam kann da außen vorn bleiben. Wow, tolles Manöver, super gemacht. Ein toller Zweikampf hier, fair und sauber. Die Jungs hier vorne kämpfen in ihrer eigenen Liga. Und Kurt hat diese Saison absolut den Turbo gezündet. In jedem Rennen, in dem er mitfährt, kämpft er um den Sieg. Wahnsinn. Ein ganz, ganz starkes Rennen, aber auch heute von unserem Chilen Bruno Araya. Freut mich, dass er heute hier vorne mal mitmischen kann. Auf P4 haben wir dann Jason Krakowiak. Das stärkste Rennen, was ich bisher von ihm gesehen habe. Wird aber so langsam eingeholt von unserem Tommy, der da nur noch ein bisschen mehr als eine Sekunde weit weg ist von Jason. Tommy zeigt heute mal wieder eine Wahnsinns-Aufholjagd. Ein heißer Ritt auf der Rasierklinge. Thank you very much. Nathaniel, Byrons Teamkollege, liegt inzwischen 4,5 Sekunden hinterm Tommy auf einem mehr als soliden und super sauberen 6. Platz. Ein toller Gaststart heute hier. Nach hinten hat er inzwischen über 6 Sekunden Luft zu Miguel Morland. Und hier haben wir mal Kleber Potaro Mora im Bild. Kämpft sich von ganz hinten wieder langsam nach vorn. Ist inzwischen auf P18 angekommen. Allerdings der nächste vor ihm, Christian Huisking, ist da schon fast 20 Sekunden weit weg. Und Adam hat da jetzt die nächste schnelle Runde hier hingebrannt. Und hat einen kleinen Gap auf Kurt Klapper rausfahren können. Eines der besten Rennen, die ich bisher von Adam gesehen habe. Und das bei so einem Gaststart. Schade, dass er diese Saison nicht die ganze Saison bestreitet, aber so eine Saison ist extrem lang und schlaucht auch und da muss man ab und zu mal eine Pause machen. Oh, und wir sehen es hier, Bruno Araya hatte da irgendwo einen kleinen Rutscher und sowohl Jason Krakowiak als auch unser Tommy ist letzte Runde an ihm vorbeigegangen. Tommy hat dabei auch noch die schnellste Runde des bisherigen Rennens hingebrettert, wow. Damit ist unser Tommy inzwischen auf P4 angekommen und hat noch Aussicht auf den Podestplatz. Und das von Startplatz 19. Eine mehr als solide Leistung heute. Absolute Sahne. Wir befinden uns gerade in Runde 14. Und ich glaube, dass Kurt jetzt ein bisschen mit seinen Reifen zu kämpfen hat. Denn Adam konnte schon einen Abstand von 2 Sekunden rausfahren. Kurt fällt da jetzt ein bisschen zurück. Die Jungs haben inzwischen über 12 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Vor den Jungs hier, Luis Navea, ist scheinbar noch einmal aus der Box rausgefahren. Ist letzter, der sich hier im Feld befindet. Das heißt, dass wir inzwischen 10 Totalausfälle zu verzeichnen haben. Sehr, sehr schade. Ein Drittel des Feldes hier schon weg. Und Tommy ist jetzt ganz dicht dran an Jason Krakowiak. Da wird jetzt Ausgangsradio und der nächste Angriff folgen. Geht hier schon aus dem Windschatten raus und an die Seite. Eine Wahnsinns-Pace hat unser Tommy drauf hier. Bruno Araya ganz dicht hinten dran. Und da kann Tommy auch vorbeigehen. Super gemacht. Tolles Überholmanöver. Die Jungs hier vorne spielen da alle fair mit. Im hinteren Feld gab es einen kleinen Zwischenfall vorhin, den wir noch unbedingt mal nachreichen müssen. Den schauen wir uns jetzt an. Christopher Hendrich. Oh! Hier, Marc Briones thought, okay, I will break early. Then the two guys smashed them up. So, what happened here? Oi. No, it's not Le Mans. It's far. Is he blind? They touched each other and yes, that I would say is the perfect decision. Perfect. Würde ich mal sagen, das war etwas unglücklich gelaufen. Inzwischen Robert Simkins auf P9 zurückgefallen. 4 Sekunden hinter Art McEwen, der auf Miguel Morland aufgeholt hat. Wir haben ihn hier nochmal im Bild.
Die Jungs kämpfen hier um Position 7. Ein Top-Rennen von Art McEwen hier heute bei seinem Comeback. Dann haben wir hier auf P10 Dante Pontecorvo, P11 Christopher Hendrich und P12 Marc Brions, der jetzt auch gerade nochmal einen Zwischenfall hatte, den wir uns unbedingt nochmal anschauen müssen. Den reichen wir jetzt auch nach. Marc Brions, Le Combe. Oh no, oh, oh no, come on, oh no. He was so lucky at the last lap and then that happens. Marc Brions verliert er in Le Combe innen auf dem Körb sein Fahrzeug, kleiner Dreher, aber nichts passiert, er kann weiterfahren. Hier vorne weiterhin alles beim Alten, Adam führt weiterhin 1,3 Sekunden vor Kurt Klapper, ein Hammerrennen heute vom Adam, absolute Klasse. Die Jungs befinden sich in Runde 16 von 21, also haben wir noch knapp 5 Runden zu gehen. Die Spitze hier vorne hat inzwischen über 3 Sekunden Vorsprung auf dem Tommy, der sich auf P3 befindet. Jason Krakowiak, der sich vor uns noch auf P4 befunden hat, ist inzwischen wieder hinter Bruno Araya zurückgefallen und liegt somit auf P5. Nathaniel Kröcker, Bayerns Teamkollege, weiterhin auf dem hervorragenden 6. Platz. Unser Bayern nach diversen Zwischenfällen abgeschlagen auf P19. Und hier Uwe Zielbauer, nächster Ausritt, immer noch ohne Heck unterwegs. Da sieht man mal, dass Aerodynamik leicht überschätzt wird. Hat hier aber Mühe, das Auto auf der Strecke zu halten. Kämpft sich hier durchs Rennen, da von hinten kommt Tommy auf P3. Und hier haben wir unseren Bayern mal im Bild auf P19. Von hinten kommt Adam Platzka, der Leader mit Riesenschritten an. Wir sehen ihn hier, 3 Sekunden Abstand zum Bayern. Aber inzwischen auch mehr als 2 Sekunden Vorsprung auf Kurt Klapper, der weiterhin auf dem mehr als hervorragenden 2. Platz liegt. Wir befinden uns in Runde 17 von 21 und Adam hat hier wieder mal eine Hammerzeit rausgehauen. Eine 2:05.757, absolute Sahne. Ich glaube, bei Tommy's Pace hätte er heute bei einer besseren Qualifikation locker wieder um den Sieg mitkämpfen können. So haben wir aber wenigstens eine mega Aufholjagd gesehen. Von Platz 19 auf den 3. Platz. Ein Höllenritt. Art McEwen ist inzwischen an Miguel Morland vorbeigegangen und liegt auf P7. P8 dann, wie gesagt, Miguel Morland und auf P9 Robert Simkins. Ungefähr 2,5 Sekunden hinter den Jungs. Dann haben wir auf P10 Dante Pontecorvo und auf P11 Christopher Hendrich. P12 dahinter dann Marc Brions. P13 Sherwin Erzamari. Und auf P14 haben wir Emilio Dijarry, der hier verfolgt wird von Russell Hamilton. Russell fällt da jetzt ein bisschen leicht zurück. Ich glaube, der muss ein bisschen sparen, so wie es aussieht. Und während die Jungs hier um P14 kämpfen, hatten wir ein Stück dahinter den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Don Runkel hier. Oh no, Don, what are you doing? Eieieiei. Und oh no, with an impact. Hey. Rear wing is broken. Ja, yeah, rear wing is broken and... But it's too long, yeah? Easy spin as well. Easy thing to do, but such a easy spin. I think here the driving shaft, okay? Yeah, just the drive. And that one is broken. Und hier geht der Kampf um P14 weiter. Russell konnte da wieder an Emilio Dijarry vorbeigehen. Dem fehlt aber auch ein Stück Frontflügel nach seinem Zwischenfall vorhin mit Christopher. Unser Robert hier liegt auf einem sauberen 9. Platz, bis auf den kleinen Wackler vorhin, ein tolles Rennen. Und hier vorne, Adam kann seinen Vorsprung immer mehr ausbauen, der ist jetzt schon bei fast 3,5 Sekunden. Das beste Rennen, was ich von unserem Adam bisher je gesehen habe. 2,5 Runden haben wir noch zu gehen. Da können wir heute wahrscheinlich einen Sieg feiern und ein Podium, traumhaft. Und auch Nathaniel Kröcker, der Teamkollege vom Bayern, bei seinem Gaststart heute hier ein absolut blitzsauberes Rennen. Bewegt sich hier auf P6. Oh, 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 und da kommt Bruno Araya geflogen. Bruno, spannend.
lag bisher auf P4 und fällt hier noch hinter Nathaniel zurück. Damit rutscht Nathaniel in die Top 5. Bruno ist so ein starkes Rennen heute hier gezeigt, aber macht immer mal wieder den einen oder anderen Fehler. Da werden jetzt auch die Reifen langsam hinüber sein. Das freut natürlich Nathaniel, der hier mit seiner ruhigen und besonnenen Fahrweise bis in die Top 5 geschafft hat. Überrundet jetzt sogar seinen Buddy Byron, der hier natürlich sauber und fair Platz macht. Bruno Araya. Bruno had a problem. Yeah, okay, he was on P4 at this situation. Yeah, it was lap 19. Yeah, this is when I passed. Yeah. Such an easy thing to do as well, just losing the right hand over. Get that little bit off throttle. I was there with the camera at this moment. Very late on brakes here. Late and very bad. Yeah. Bruno hat da bei seinem Ausritt eine Menge Zeit verloren und liegt hier fast 4 Sekunden hinter Nathaniel. Art McEwen auf P7, ungefähr 5,5 Sekunden dahinter. Und auf P8 Miguel Morland, der am Anfang noch um Sieg mitgekämpft hat. Adam fährt hier eine schnelle Runde nach der anderen. Er hat hier super mit seinen Reifen gehaushaltet und ich bin mir ganz sicher, dass er das heute nach Hause fahren wird. Da kann man nicht tief genug den Hut vorziehen. Eine absolute Top-Leistung. Aber auch dahinter unser Kurt Klapper. Was für ein wahnsinnig starker Start in die Saison. Das dritte Podium im dritten Rennen und fast wäre es noch ein Sieg geworden. Ungefähr 8,5 Sekunden hinterm Kurt haben wir dann unseren Tommy, der heute ein absolut sensationelles Rennen geliefert hat. Ihr wisst, von P19 gestartet, befindet sich hier auf Podiumskurs. Das beste Rennen auch von Jason Krakowiak bisher. Nathaniel ist da fast schon rangefahren, aber ihm geht so langsam die Zeit aus. Sehr, sehr schade, dass sich Major Ben am Anfang des Rennens mit seiner Rakete Richtung Weltall verabschieden musste. Das erste schlechte Rennen der Saison für Ben. Zum Glück gibt es ein paar Streichergebnisse. Und Miguel Morland hier auf P8 hat sich mit seiner aggressiven Fahrweise mal wieder selbst ein Top-Ergebnis verbaut. Robert heute solide, aber unauffällig. Und Dante Pontecorvo, der letzte Top-10-Platz, das ist auch sehr solide. Dahinter haben wir Christopher Hendrich auf P11, sehr solides Rennen. P12 dann Marc Briont und auf P13 Sherwin Ersamari, der hier die Tracklimits ein bisschen weit nimmt. Hat nach hinten aber ein etwas größeres Polster zu Russell Hamilton, den wir hier auf P14 im Bild haben, ein Top-Rennen bisher her. P15 Christian Huisking und auf P16 Emilio Di Jarry zurückgefallen. P17 dann Kleber Botaro Mora und unser Adam befindet sich jetzt in der letzten Runde. White Flag. Final Lap. Fast 5 Sekunden Vorsprung auf Kurt Klapper, dem wahrscheinlich jetzt auch so langsam die Reifen eingegangen sind. Das kann Adam genießen. Ein absolutes Top-Rennen, aber auch für Tommy. Nach vorne und hinten geht da nichts mehr. Genug Polster. Da bin ich mal gespannt nachher in der Rennanalyse, was die Jungs zu ihrem Rennen alle so sagen. Vor allen Dingen Ben. Aber auch Jason Krakowiak wird sich über das Top-Ergebnis heute hier freuen und über sein relativ sauberes und gelungenes Rennen. Geht in jedem Rennen bergauf. Direkt hinter ihm sein Landsmann Nathaniel Kröcker. Tolle Visitenkarte, die er heute hier abgibt. Bruno Araya auf P6, dann haben wir auf P7 Art McEwen und auf P8 Miguel Morland, der das Rennen noch irgendwie mit einem relativ soliden Ergebnis rettet. Inzwischen hat unser Leader Adam 5 Sekunden Vorsprung auf Kurt. Befindet sich im letzten Drittel der Strecke und ich bin mir ganz sicher, jetzt wird er jede Kurve hier genießen und innerlich die Fäuste ballen. Endlich hat es zusammengepasst. Wahnsinn. Freut mich sehr. Ein tolles Podium heute mit unserem Tommy auf P3. Und dann haben wir ja noch unseren Gaststarter Nathaniel Kröcker in den Top 5. Was kann man sich mehr wünschen? Die letzten Meter für unseren Leader Adam Platzka. Das letzte Mal Blanchiment Richtung Busstopp-Schikane. Noch 2 Kurven und dann hat er es geschafft. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Tolle Leistung. Congrats, Adam Klatzka wins. Wow. Wow. Yes, baby. Dort Klapper und Deckel versiegen. Und Tommy on PC. Top.
know where he's at. Wow. I almost just blew my engine. Geil, Omar. James Krakowiak, die 4 and Nathaniel Krakow, die 5. Wow, Konrad, Nathaniel. Top Result. Was für ein tolles Resultat. Oh. Wow. Schade, dass unser Bender heute nicht mitfeiern kann. Und Tommy hat hier direkt nochmal die schnellste Rennrunde in den Asphalt gezaubert. Oh. Russell Hamilton out of fuel. Juhu! Tommy, congrats! Awesome race. Crunch, Tommy. Crunch, Tommy, das war ein Höllenritt. Auf jeden Fall. Boah. I was so afraid, but I think it was a 0x race. Byron, your side pods are missing. Yep. And Ben is completely missing. Yeah, I saw him on the roof. Yeah. Aye, aye, aye. Awesome dear, awesome I had such a great setup, really. Congrats, Tommy. But I must thank you, Ben. I must say congrats to AJ. In 1 minute, I'm back. Yeah. Okay. Boah, ey. Congrats. AJ, das war ein Höllenritt. Absolut klasse. Ganz, 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 ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, ich wollte gerade bei euch reinspringen. Was ist da mit Ben passiert, verdammte Scheiße? Kannst du machen, einfach zu uns kommen. Wir gehen doch jetzt hier in Ding machen. Die Sachversprechung. Analyse. Okay, ja gut. Komm ich mal kurz rein. Alles klar, dann bis gleich. Hallo Wolle, ja, hi. Komm mit rüber. Kommt auch. Kommt mit rüber. Alle beide, ja, bis gleich. Ja, machen wir. Ja. Die Jungs kommen mit rüber gleich. Ah, okay. Ja. Können wir gemeinsam Analyse machen. Hey, Tommy, okay. Wie hast du das hingekriegt? Ich weiß nicht, I don't know how I get P3, I think. Every lap we are faster and faster and faster. Yeah. Really, when I came into the Discord, I was 10 minutes ago, I just finished our journey for about 200 kilometers per hour. Not per hour, for about 200 kilometers with a caravan at the back, and then I came down to the basement and yeah, get into the car and get P3. Good going. What a hell of a ride. Yeah. But also my teammate. Absolute clean race. Yeah, I was nearly racing you there for a couple of laps. Good job, guys. Oh, it's so sorry for Ben. Yeah. To be honest, I was lucky that a backpacker hold up the guy behind me. Yeah. Yeah. I don't see the crash from Ben. We must take a look at the crash replay. So frustrating. I felt so good in the car. The pace was great. I thought I was going to battle for the win. I can't believe it. Absolute, Ben. Yeah, absolutely. It was just awful for me. I was catching Bruno and Miguel quite easily, and they collided right in front of me, and I couldn't do anything. And I got slammed from behind from someone. But it was an awesome race, guys. I will say thank you to all and say goodbye to our viewers. Next week, what track do we have next? Donington week? Park GP. Donington Park, the next home race for our UK boys. Cool. I hope my back's better by then. I love Donington, home of heavy metal. Yep. Monsters of rock. Okay, guys, then we say goodbye and ciao ciao. Goodbye. Yeah, and I'll say goodbye to the stream. We'll be right back.
Ja, liebe Zuschauer, was für ein sensationelles Rennen. Einen ganz herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal, Adam. Absolute Sahne, endlich hast du es geschafft. Und auch Tommy auf dem Podium, was wollen wir mehr? Für unseren Ben lief es dafür heute mal nicht so toll. Der ist jetzt unter die Kosmonauten gegangen, sein Spaceship abgehoben. Sah wirklich kurios aus. Sowas passiert eben auch mal. Denkt mal den Mantel des Schweigens drüber. Freuen uns schon auf nächste Woche, würde ich mal sagen. Das nächste Heimrennen für unsere UK Boys, da sind wir in Donington zu Gast. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder alle mit dabei. Bis dahin bleibt alle gesund und vor allen Dingen uns treu. Macht's gut.
Thank you very much. Went at him. Oh, shit, pal. Rock shot him. Well done, Ted. Brian, you guys have a great day. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.